Liebe Freunde, wir wollen beginnen. Ich eröffne die Versammlung. Heiße euch alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir doch wieder so viele geworden sind. Und muss erstmal beginnen, die Auslagen zu verlesen. Ertragt. Während der Durchführung des Aufzugs ist beim Passieren der Thomaskirche die Lautstärke von Rede- und Musikbeiträgen so zu wählen, dass die entstehenden Geräuschentwicklungen nicht in der Thomaskirche wahrnehmbar sind. Vor diesem Hintergrund ist die Nutzung von schallverstärkenden Kundgebungsmitteln in folgenden Zeiträumen in folgenden Bereichen untersagt: 15 Uhr bis 16.30 Uhr im Bereich ab Oberer Dietrichring, Kreuzung Thomaskirchhof bis Thomasgasse, Kreuzung Petersstraße. Da haben wir schon Erfahrung gesammelt, wo wir einfach nur laufen, ohne laut zu johlen. Während des Aufzugs ist die rechte Richtungsfahrbahn einzuhalten. Das entfällt heute eigentlich, weil wir durch die Innenstadt gehen, sofern vor Ort durch die Polizei keine andere Verfahrensweise vorgegeben wird. Der öffentliche Personennahverkehr bzw. Gegenverkehr ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nicht zu behindern und zu gefährden. Ein vorhandenes separates Gleisbett der Leipziger Verkehrsbetriebe ist in jedem Fall freizuhalten. Den Anweisungen der Beamten des Polizeivollzugsdienstes ist jederzeit Folge zu leisten. Die Geschlossenheit des Aufzuges muss gewährleistet sein. Größere Abstände innerhalb des Aufzuges dürfen nicht entstehen. Bei Einsatzfahrten der Polizei, der Feuerwehr oder von Rettungsfahrzeugen ist die Versammlung bei Notwendigkeit zu unterbrechen. Kundgebungsmittel sind so mitzuführen, dass andere Teilnehmer oder Dritte nicht gefährdet oder behindert werden. Das Abwerfen von Flugblättern, Zeitschriften, sonstigen Publikationen oder Ähnlichem während der Versammlung ist untersagt. Soweit solche Publikationen mitgeführt werden, sind diese gezielt an Dritte zu übergeben bzw. auszulegen. Jetzt kommt das Beste. Unser Pandemie-Drama. Das bedarf natürlich einiger zusätzlicher Festlegung. Hört euch schön an. Nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und Nummer 5 Sächsische Corona-Schutzverordnung wird die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen dringend empfohlen. Macht was draus. Das Zeigen des sogenannten Z-Symbols, des V-Zeichens, des Georgsbands, der Georgsfahne und sonstiger Symbole für die Unterstützung der russischen Armee oder der russischen Regierung in jeglicher Ausführung kann im Einzelfall den Tatbestand des § 140 Nummer 2 in Verbindung mit § 138 Absatz 1 Nummer 5 letzte Variante Strafgesetzbuch und so weiter erfüllen. Die vorgenannten Straftatbestände können auch durch das Skandieren von Parolen, die den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine billigen oder zur Gewalt gegen das ukrainische Volk aufstachen, verwirklicht werden. Solche Straftaten haben wir natürlich nicht vor, weil wir gegen niemanden sind, gegen kein Volk, gegen keinen Mitmenschen. Wir sind friedlich und genauso wollen wir unsere heutige Demo durchziehen. Seit April 2020, jeden Samstag, abgesehen von Zwangspausen, wo man sich nicht mehr versammeln durfte wegen der großen Seuchengefahr, das ist eigentlich mal ein Zwischenapplaus wert für die Bewegung Leipzig. Und damit ihr nicht denkt, dass das nur zwei, drei Hanseln sind, der Dieter, der Bernd, der Dennis, der Micha, was weiß ich, habe ich mir gedacht, auf meine alten Tage lasse ich mich mal überreden, Gesicht zu zeigen und übernehme die Versammlungsleitung selbst. Macht es mir nicht so schwer, es ist für mich das erste Mal. Ich denke, dass wir genauso friedlich wie die anderen Wochen, wettertechnisch stimmt's, durch die Innenstadt laufen. Wir legen auch wieder mehrere Zwischenstopps ein mit interessanten Redebeiträgen und dem Wunsch, gemeinsam zu singen. Ein paar Texte habe ich noch. Und da ich kein großer Redner bin, habe ich mir überlegt, mit einem Gedicht zu starten.
Ein Gedicht von Richard Kerschhofer aus dem Jahr 2008. Ganz kurz die Augen schließen, was war 2008? Wie aktuell könnte es heute noch sein?